zusammen. Na, der Motorradmeister reist zu einem neuen Video in der Werkstatt. Haben wir auch lange nichts mehr gemacht. Ich meine, wir haben so lange nichts mehr gemacht und in der Werkstatt noch viel länger nichts. Deswegen machen wir jetzt was in der Werkstatt. Ne, Christian? So machen wir das. Genau. So, ich habe hier auf dem Arbeitsplatz von Alex eine wunderschöne 899 stehen. Da fangen wir jetzt mal so ein bisschen mit dem Auftrag an, was wir hier so machen. Da bauen wir nämlich schöne Räder ein. Ja. Hatten wir jetzt ja schon das Thema mal so ein bisschen vertieft. Und bei der 899 mit der 2-Arm-Schiene ist es so, mit den Reifen und mit den Felgen, da könnt ihr tatsächlich was beschicken, weil die hintere Felge bleischwer ist. Ich mache hier mal so ein bisschen Platz. Also Kunde sagt, Felgen montieren, Reifen hinten neu und Kette. Da habe ich ihm natürlich auch was super Schönes empfohlen. Kriegt nämlich eine DITR V7 Kette. So. Und dass wir das Ganze, ich muss mal zwischendurch mal ein bisschen Platz machen hier, dass ich mich richtig bewegen kann, dass wir das Ganze so ein bisschen vergleichen können, habe ich wieder meinen Freund die Waage mitgebracht. Ne, Christian? Ja. Ja, ja. Heute hast du es mit mir, ne? Ja. Ist dann, dass unsere Zuschauer auch wissen, dass du wieder von der Partie bist, nicht, dass du auf einem Stativ stehst oder dass du ein Stativ bist. Genau. Wow. So, für dieses wunderschöne Motorrad gibt es auch Thyssen-Carbon-Räder, über die wir so viel gesprochen haben, die so super leicht sind und so super schick. Der Kunde sagt, ja, das stimmt, aber ganz so extrem leicht soll es gar nicht sein. Ich möchte das quasi zeitgenössisch, könnte man dazu sagen, also passend zu dem Motorradtyp. Und da gibt es von Marchesini einen wunderschönen Felgensatz. Der kommt da drauf. Die Montage lassen wir mit einem Zeitraffer nachher mitlaufen. Ich zeige euch jetzt erstmal die Teile, die da alle dran kommen. Dann geht das Ganze in Zeitraffer mit der Montage. Da weiß ich nicht, ob ich das mache oder einer von meinen Jungs. Dann müssen wir mal gucken. Und wenn das alles zusammen verbaut ist, dann sehen wir uns wieder. Und dann werden wir auch die Originalräder nochmal wiegen. Uns die Originalteile angucken und das fertige Motorrad. Ich denke, das ist so in eurem Sinne. Ne? Wenn der ganze Kanal in eurem Sinne ist und der ganze Spaß, den wir hier machen, abonnieren und hier Glocke anmachen. Ne? Dass ihr immer wisst, wenn wir ein neues Video hochladen, dann werdet ihr da auch informiert. Ne? Gut, okay. Was kriegt er alles? Ich habe hier noch von meinen Füßen stehen, was ich gleich wegbringe. Fangen wir damit an. Er kriegt einen Reifen. Pirelli Rosso Corsa 2. Wir haben ein schönes Reifenvideo gemacht, da haben wir alles schon beschrieben. Den Reifen kriegt der Kunde da drauf. Er hat drauf den... den gleichen Reifen. Also er ist damit so zufrieden, er möchte wieder denselben haben. Soll er kriegen, besonders bei dem Reifen, 5 Zonen der Mischung, in 3 verschiedenen Mischungen, Mitte härter, ich weiß nicht, ob du es so sehen kannst, wahrscheinlich weniger. Ja, aber zumindest annähernd. Mitte härter, Flanken etwas weicher und hier der letzte Rest tatsächlich Corsa-Mischung, auch wirklich der Bereich, wo kein Profil ist. Ne? Ultra klebrig, sehr, sehr guter Reifen, wirklich top. Ne? Muss ein bisschen warm gefahren werden. Reifen ist in der Erstaufrüstung auf Street Fighter V4 drauf und in der Erstaufrüstung auch auf der Panigale V2. Quasi auf dem direkten Nachfolger von dem Motorrad. Die 899 hat damals, als sie ausgeliefert worden ist, auch den Rosso Corsa 1 in dem Fall drauf gehabt. So. Die Zuschauer können ja mal in die Kommentare schreiben, was sie für Räder montiert hätten. Was sie für Räder montiert hätten und was sie für Reifen montiert hätten? Beides. Beides, ne? Beides. Das ist eine ganz hervorragende Idee. Da scheiden sich ja immer die Geister. Eine Kohlefaserabdeckung für das Ritzel gibt es hier auch noch. Ist aber jetzt nicht so spektakulär. Ich zeige es euch mal, das kommt da auch dran. Ne, ist halt so das Cover, was vor dem Ritzel sitzt. Mhm. Original ist aus Kunststoff. Hier Kohlefaser. Dann gibt es einen Kettensatz. Den brauchen wir gleich.
Oh, das ist ja wie Weihnachten. Das ist wie Weihnachten. Campersatz gibt es von den ERV7. Tada! Rennkette sehr leicht. Alles schicki. 520er Teilung. Also 520er Teilung ist halt relativ schlank. Ist eigentlich so im Superbike-Bereich das Schlankste, was wir haben. Und ihr müsst auch keine Angst haben, dass wir der 525 oder 530 fahren müssen, obwohl das Motorrad ein bisschen Leistung hat. Nein, auch in der MotoGP wird 520 gefahren. Oh, war gerade Feierabend gemacht. Geht das hier auf dem Tisch? Ich weiß es nicht. 1,68 Kilo wiegt meine Kette. Vermerke ich mir. Ja, ich schreibe es mir auf. Habe ich alles vergessen? Alex, wo hast du einen Stift? Jetzt hat die Antwort gefehlt, der ist gerade im Lager Teile holen. Ja, der ist im Feierabend. So, Kette, habe ich mir aufgeschrieben. 1,68 Kilo. Der Stefan kann schreiben. Ja. Ja. Wie eine Sau sogar. So, die Kette. Wir können die Originalkette auch nochmal wie Unterschied wird bestehen, aber die läuft auch eine ganze Ecke leichter, kann man tatsächlich merken. Tatsächlich mehr Leistung am Hinterrad in dem Robot. So, dazu gibt es passend, es wird natürlich immer zusammengetauscht. Ein Ritzel vorne. Und ein Kettenrad, Kettenrad aus Alu. Das Schloss muss hier noch wieder mit rein. So, Kettenrad aus Alu. Den Ruckdämpfer, den ihr hier seht, der gehört schon zu dem Felgensatz, der jetzt drauf kommt. Das ist schon ein anderer als der Originale. Original ist es ja so, da habt ihr diese großen 5 Dornen, die quasi in die Felge gesteckt werden und der Ruckdämpfer in der Felge sitzt. Macht diese Felge, die da original drauf ist, brutal schwer. Und das ist hier deutlich leichter. Ihr könnt kein originales Kettenrad fahren, ihr müsst ein spezielles Kettenrad für den Marchesini-Ruckdämpfer quasi dazu kaufen. Aber in dem Fall, weil die Kette sowieso dran ist, passt das alles. Ne? Genau. So, mit welcher Felge fangen wir an? Die obere ist die hintere, fangen wir mit der gleich an. Das sind die restlichen Muttern von dem Ruckdämpfer. Die brauchen wir jetzt nicht so unbedingt. Ich wollte gerade sagen, und oder so. Ja. So. Sieht aus wie eine Kuchenpackung. Was denn? Sieht aus wie so eine Kuchenverpackung bei der Konditorei. Ja, da muss auch ein Kuchen drin sein. Nee, doch nicht. Welche Farbe hätten die Felgen genommen? Christian, welche Farbe der Felgen? Wenn du sie aussuchen kannst, könntest. Wenn es die Marchesini sein müssten? Ja, müssen sie. In welchen Farben gibt es die denn? Alle, die du willst. Alle, die ich will, dann hätte ich sie in weiß genommen. Okay. Ich hätte sie in weiß, in weiß mit einem roten Felgenrand genommen. Mhm. Passend zum Dekor. Mhm. Hier ist im Übrigen ein schönes Bild von dem Originalkettenrad Ruckdämpfer mit den Dornen, über den ich gerade gesprochen habe. So sieht der dann auch aus. Ne? Und dem, der jetzt drankommt mit den Gummis da oder so drin. Ne? Hier sind so Silentblöcke eingepresst und da also ich hätte sie quasi genauso wie die Striche auf der Verkleidung sind, nur halt quasi gedreht. Ja, ja, also ich hätte weiß. Ich verstehe schon, ja. Ja. Ja, kann man machen. Ich hatte früher auch oftmals weiße Felgen, weil ich sie immer extrem cool fand. Zum Putzen scheiße. Sind immer dreckig. Der Kunde hat sich entschieden für. Oh. Tata! Oh, ja, ja, okay, die nehme ich auch. Die nimmst du auch, habe ich mir gedacht. Ne? Also das ist schon sehr geil. Und
Da ist es auch wirklich so, jetzt versteht man auch so ein bisschen, warum es halt nun nicht unbedingt Carbon sein sollte, weil das ist dieses klassische Felgengold, was die Italiener schon quasi seit Ewigkeiten irgendwie benutzen. Und das ist halt, schick, ne? Und das ist halt auch echt zeitlos, ne? Ja, Felge Aluminium, geschmiedet, leicht. Also trotz, eher gut im Vergleich zu Kohlefaser, es ist schon schwer, ne? Aber es ist definitiv, wenn man das mit dem Original... Oh, guck dir diesen Ruckdämpfer an. Ja, hier sind diese Gummis drin. Das könnt ihr auch sehen, wie schön das... Ich nehme mal einen raus. Ah, ich lasse lieber drin. Wie schön das auch gefräst, also es ist tatsächlich gefräst, ne? Kann man hier perfekt sieht erkennen. Richtig cool aus. Ja, perfekt. So. Gewicht, Felge hinten. Kilo. Das hört sich jetzt viel an, gerade wenn ihr in den letzten Videos die Felgengewichte gehört habt, aber ihr dürft nicht vergessen, bei der Einarmschwinge ist es so, dass ihr tatsächlich nur eine Felge habt, ohne irgendwas. Ne? Hier ist ein Träger dran für die Bremsscheiben und hier ist auch die Aufnahme dran für den Kettenradträger. Das macht das Ganze natürlich deutlich massiver. Und bei den großen Ducatis mit Einarmschwinge sind diese Teile ja, ein Fahrzeug. Die können wir ja nicht mitwiegen. Also können wir schon, aber die wiegen wir nicht mit. Felge ist 5,5 Zoll breit, Originalformat. Da kommt dann jetzt der schöne neue Reifen drauf. Und dann werden wir das da reinstecken. Die Bremsscheibe ist die originale, die möchte er behalten. Die schrauben wir da wieder so dran. Mit Sensorring. Wir müssen ja auch den Impulsring umschrauben. Für die Traktion und für das ABS. Und so weiter und so fort. So, da ist er wieder zu, der Kuchen. Ja, ich denke zu viel ans Essen, tut mir leid. Hm? Ja. Felge vorne. Interessanterweise die gleiche Farbe. Was hierbei noch ein bisschen anders ist als bei den anderen Herstellern, ist, dass Marchesini so macht, dass sie die Felgen im Prinzip so produzieren, dass die bei jeder Ducati vorne passen. Und bei den Panigale-Modellen müsst ihr dann diese zusätzlichen Buchsen, also Untersetzer für die Bremsscheiben montieren. Nach dem Video mit den ThyssenKrupp-Rädern haben mich ja einige gefragt, passt das auch in den Multistrada oder in den Monster oder sonst wo rein? Da habe ich geschrieben, nein, passt es nicht. Weil die Felge der Panigale in der Aufnahme einfach breiter ist. Ne? So. Und hier im Übrigen, wie ihr seht, ne, Marchesini gehört zur Bremse. Steht auch auf den Rädern sogar drauf. Hier. So. Da gibt es hier so wunderschöne Distanzringe. Die sind auch gefräst aus dem Vollen. Ne? Mhm. Die nehmen die Bremsscheiben auf. Und dann könnt ihr die dementsprechend hier drauf montieren. Das verbreitert die Aufnahme der Bremsscheibe, dass das Maul im Prinzip von den Scheiben. Und dann geht die Felge auch in eine Panigale rein.
Das heißt, theoretisch, ihr könnt auch alte Ducati-Felgen von 1098, 1198 auf einer Panigale fahren, braucht aber solche Scheiben und Buchsen, die ein Stückchen breiter sind. Ne? So, okay. Dass wir das vergleichen können mit der Originalfelge, müssen wir die Dinger natürlich mitwiegen. Und die Buchsen nicht vergessen. Ich wollte gerade sagen, das ist doch eingepackt. Haben wir beim letzten Mal mit Buchsen gehoben? Ich weiß es gar nicht mehr. Hatten wir das letzte Mal Buchsen? Ja, Buchsen hast du immer. Muss ja das Lager vorspannen. Ja, ich glaube, die waren drin beim letzten Mal. Oh. Ich glaube, die waren drin beim letzten Mal. Ich glaube auch. Wir machen sie einfach mit rein. Die werden den Kohl nicht fett machen. Wir haben auch das Ventil mit drauf geschmissen. Da haben wir festgestellt, ein Ventil, das ist nicht so schnell. So, Buchsen mit drauf. Ja, alles gut, 40 Gramm. So, 3,78 Kilo. Das ist jetzt schon quasi aussagekräftig, weil da könntet ihr tatsächlich jetzt in das Video mit den ThyssenKrupp-Felgen gucken, wo wir die V4-Räder vorgestellt haben. Da ist eine Tabelle drin mit allen Felgengewichten, die ich hier so in die Finger gekriegt habe. Das ist jetzt tatsächlich vergleichbar. Da könnt ihr gucken, inwiefern die Felge im Vergleich zu den anderen Rädern steht. Die Original-Ducati-Felgen, die geschmiedeten, sind ja auch von Marchesini, allerdings nur mit 3 Speichen. Hier ist ja noch so die klassische 5 Speiche. Wird ein bisschen schwerer sein, aber nicht viel. Also die ist schon leicht. Vor allen Dingen ist in erster Linie schön. Gut, hier sind jetzt noch neue Schrauben, logischerweise für die Bremsscheiben. Ne? Und Ventile liegen hier auch noch drin. Aber das ist nicht so spannend, da müssen wir uns nicht so dran aufhalten. Ja. Okay. Gut, haben wir es. Genau, die Dinger kommen jetzt da rein. Wie gesagt, da lassen wir einen Zahnraffer mitlaufen. Hat einen bei Ausbau, habt ihr ja schon mal gesehen, wie sowas geht. Aber so ein Zahnraffer ist auch ganz lustig. Bisschen witzige Musik. Nicht zu witzig. Und dann machen wir das. Okay, perfekt. Dann sage ich bis gleich, wenn die Räder drin sind. Dann sehen wir uns wieder und dann gucken wir uns den Originalkoffer an und das Motorrad einmal in Gänze, wie es dann aussieht, umgebaut, und sehen uns dann. Also bis gleich, ciao.
Jo, sagt er. Jo, der Alex, der freut sich, der steht in der Ecke. Der hat gesagt, er sagt nichts. Da. Guck die doch rein. Unsere Froda-Tour. Okay, Alex hat die Räder eingebaut und die Kette aufgezogen. Und das Kohlefaser-Ritzelabdeckungsteil montiert. Genau. Ich bin euch jetzt ja noch quasi die Gewichte dazu schuldig. Ne? Das klären wir jetzt eben auf. Was jetzt tatsächlich da so ein bisschen an Gewichtsersparnis rumkommt. Die Kette habe ich schon gemessen, die alte. Die ist tatsächlich, die RV7 läuft nicht nur leichter, also durch weniger Druck in den Ringen. Also sie läuft leichter, ja, ist über 200 Gramm leichter. Also 200 Gramm, wow. Aber auch da. Rotierende Masse. Ne, genau, rotierende Masse. Und 200 Gramm an der Kette zu sparen ist schon viel, finde ich. Ne, weil so eine Kette wiegt 1,9 Kilo, die RK. Und die jetzt hier 1,68 oder so. Gleich wieder ein PS mehr. Genau. Ja. So, Felgen. Ja, schon wunderbar verpackt in Karton. Die Originale. Im Übrigen kommen die Felgengewichte auch in das Video unserer Carbonräder. Dann hat man das da im Prinzip so eine kleine Aufstellung von den ganzen Gewichten. Kilo. Das Vorderrad. Das Vorderrad. 3,78 ist das Marchesini Vorderrad. Ne? Also schon ein bisschen leichter. Ne? Also da habt ihr schon das erste halbe Kilo weg. Der ist, der ist wie an Weihnachten, ne? Ich kann es nicht abwarten. Einfach reißen. Genau. Einfach reißen. Einfach aufmachen. Ich weiß nicht, wie man so Karton so kompliziert falten kann. Ich meine, der ist ja nur ein Karton eigentlich, ne? So, ich hole mir mal kurz ein paar Handschuhe hier. Da sind bestimmt extra Ingenieure dran beschäftigt. Ja. Wir haben ja letztens mal ohne Kettenradträger gewogen oder haben wir mit Kettenradträger? Du hast den Ruckdämpfer aufgelegt und die Buchsen auch. Echt? Ich bin der Meinung, ja. Stimmt, du hast recht. Du hast nämlich extra die Buchsen noch ausgetütet. Oh, warum habe ich das denn gemacht? Weiß ich nicht. Warum habe ich das gemacht? Stimmt, ich habe das alles aufgelegt und ich habe noch gesagt, die Einarmschwingenfelgen sind deutlich leichter, weil der ganze Ruckdämpfer und alles am Fahrzeug bleiben kann, ne? Genau. Ja. Das war dein Wortlaut. 10,4 Kilo. Also wie gesagt, das ist also die Hinterradfelge, die Original-Hinterradfelge für eine Panigale 899 und 959 ist eigentlich eine Frechheit. Ne? Das ist echt der Hammer. Bei 10,4 Kilogramm im Vergleich zu 5,32. Dann sind wir bei roundabout 14,6 zu... Ja, also die Hinterradfelge ist zu knapp Kilo leichter. Zu knapp 9 Kilo. Ja, selbst wenn wir jetzt das Kettenrad runternehmen, was wir bei dem anderen, da bin ich mir nämlich nicht sicher, ob wir das Kettenrad mit drauf haben, aber selbst wenn wir jetzt das Kettenrad hier runternehmen, ja, was wiegt ein Kettenrad? Keine Ahnung, lass es 400 Gramm wiegen, ist das trotzdem der Wahnsinn. Ne? Okay, so. Somit sind wir mit der Geschichte durch. Ich denke, der Kunde wird super happy sein. Es sieht anständig aus, super schön, auch so mit dem Gold. Alternativ hätte man natürlich auch schwarz oder weiß nehmen können, aber das ist völlig eine Geschmacksfrage. Wobei ich echt sagen muss, als ich die im Karton gesehen habe, hätte ich nicht gedacht, dass die so gut darauf aussehen. Ja, so goldene Felgen in einer Ducati ist eigentlich historisch bedingt schon immer, muss. Immer geil. Ne? Genau. Und von daher passt das. Und jetzt, wie gesagt, hinten 5 Kilo gespart, vorne ein halbes Kilo, Kette nochmal leichter. Alles sehr, sehr gut. So, jetzt geht die nächste Fahrt zum TÜV, dass wir die eintragen können. Für die Felgen gibt es auch ein Gutachten tatsächlich. Und ja, das Gutachten ist für die 999. Ne, hier haben wir eine 899. Aber da hat sich soweit nichts getan. Die können wir dann schon in der Einzelhaft nochmal eintragen lassen. Und dann ist das Ganze auch völlig legal. Ne? Perfekt. Also, wenn ihr was haben möchtet, der Christian.
Ah, ich sehe, die Preise habe ich immer nicht im Kopf. No. Die Preise. Du musst doch wissen, dass ich dich frage. Der Preis ist, wie der Preis ist. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was sie kosten. Muss ich jetzt gucken, wollt ihr das echt wissen? Ich nicht, aber vielleicht die Zuschauer. Ja. Zumindest grob über den Daumen. Keine Ahnung. 2,5 oder was? Okay, gut, das ist zumindest eine grobe Ansage. Wenn, ja. Wenn ihr es wissen wollt, haut es in die Kommentare, der genau, Stefan liest dann, es. Schreibt mir eine Mail, dann kriegt ihr ein vernünftiges Angebot mit eurem Fahrzeugtyp. Ne? Also die Räder gibt es auch für Panigale F99, 1299, gibt es für alles. Und dann schicke ich euch das zu und dann machen wir das. Lieferzeiten, äußerst spannend. Ne? Also ist nicht nur der Preis ist molto brutto, die Lieferzeit ist auch molto brutto. Ne? Ja. Aber gut, es ist halt momentan so. Aber ich denke mal, es ist wert darauf zu warten. Zumindest bin ich mir ziemlich sicher, der Kunde holt das Motorrad morgen ab. Der wird über beide Ohren strahlen und wird sagen, super, dafür habe ich gerne 3 Monate gewartet. Ne? Okay, perfekt. Vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Bis zum nächsten Mal und sitzen bleiben. Ne? Ciao.